Willkommen zum KRONE AT Live-Talk, heute mit einem Gast, der einen spannenden Abend vor sich hat, zumindest vor dem Fernseher, und zwar Rudi Rubinek. Du startest heute auf Puls 4 um 20.15 Uhr mit der Hauptabendshow, und zwar Big Pictures. Ja. Wirst du es dir selber ansehen? Ich werde es mir aller Wahrscheinlichkeit selber ansehen, weil ich eigentlich vom fertigen Produkt noch gar nichts gesehen habe bis dato. Also ich muss mich auch überraschen lassen. Also es wird spannend für die Zuseher und vor allem für dich. Um was wird es denn gehen? Big Pictures kennt man ja aus dem deutschen Fernsehen. Genau, richtig. Also wir kennen sicherlich Galileo. Big Pictures ist auch bei uns sehr beliebt eigentlich. Für mich ist es ein bisschen so, als ich ein Kind war, gab es am Samstag im Vorabend eine Sendung, die hieß Panoptikum. Mhm. Das waren so spannende Themen aus aller Welt. Big Pictures ist das Ganze im Heute, für mich, meiner Empfindung nach. Mhm. Es sind wirklich große Bilder, es sind sehr aufwendig gestaltete Beiträge, es sind skurrile Themen, spannende Themen, auch teilweise Themen, die wirklich ans Herz gehen. Mhm. Und der Sender hat sich halt entschieden, dem ein österreichisches Gesicht zu geben. Was wir gut finden. Ja, schauen wir mal. Also. Es ist ja so, dass du meistens oder in letzter Zeit natürlich auch die Stücke und die Sendungen spielst, moderierst und Teil davon bist, die du auch selber geschrieben hast, wo du ein Buch mitgeschrieben hast. Bei dieser Sendung kam das Buch, die Idee von einem deutschen Sender. Du bist nur für die Moderationen zuständig. Genau. Fällt dir das einfacher oder schwerer? Moderationen zu schreiben fällt mir eigentlich leicht, weil ich das schon lange mache. Also ich komme ja eigentlich von hinter der Kamera, bin Autor hauptberuflich gewesen früher, und also das ist ganz was Selbstverständliches, Moderationen zu schreiben. Es ist jetzt sogar spannender, sie dann auch selber zu präsentieren, weil da gibt es dann kein Netz mehr. Also da kann man dann nicht mehr hinten stehen und sagen, ich hätte das ganz anders gesagt. Sondern ich habe es halt so gesagt. Und wenn es mir gelungen ist, ist gut, wenn nicht, dann denke ich mir, Wie kritisch bist du denn mit dir selbst? Ich glaube, weder bin ich verliebt in mich, noch bin ich sehr kritisch. Aber es ist eine wichtige Kontrolle dessen, was man tut. Also deswegen schaue ich mir die Sachen wirklich an, die ich mache. Ja. Was du vorher allerdings auf alle Fälle gesehen hast, sind die Bilder. Ja, natürlich. Gab es denn eins, das dich besonders berührt hat? Es waren viele, also das sind ja sehr lange Sendungen mit sehr vielen Beiträgen. 140 Minuten Also ich kann mich noch erinnern, es gab in Afrika, ist das eine Initiative, da werden ja aus völlig absurden Gründen diese Nashörner ausgerottet, weil man sich einbildet, in dem Horn ist irgendein potenzsteigerndes Mittel drinnen oder irgendein Blödsinn, und jetzt werden diese gewaltigen Tiere einfach abgeknallt. Mhm. Und die haben sie umgesiedelt. Jetzt siedel mal ein Tier um, das, glaube ich, 2,5 Meter hoch, 4,5 Meter lang ist, mehrere Tonnen wiegt. Und das haben sie mit dem Hubschrauber gemacht. Sie haben sie also betäubt und haben sie quasi mit den Füßen nach oben und dem Rücken nach unten ausgeflogen in ein Reservat, wo sie hoffentlich dann vor Wilderern sicher sind. Also das ist sowas ist schon ein Big Picture im Sinne des Wortes. Neben Big Picture bist du natürlich vor allem durch eine Rolle bekannt geworden, und zwar der Seifenstein. Mhm. Wie oft passiert es dir, dass jemand im Bilderspar sonstiges jemand zu dir auch Herr Seifenstein sagt? Es wird immer seltener. Ja. Also die Sendung gibt es ja heuer, geht schon ins 10. Jahr, wir sind Kaiser, die Zeit vergeht. Am Anfang war es nur Seifenstein, jetzt mittlerweile hat sich mein Name, der nicht so schwer zu merken ist eigentlich, hat er sich schon ein bisschen herumgesprochen. Mhm. Wird es denn neue Folgen geben? Man zittert ja immer, hat sich das so ein Format schon totgespielt? Wie siehst du das? Wir sind mit diesen, wir waren ja früher wöchentlich, da ist es knapp geworden mit den Gästen. Mhm. Also nach 3 oder 4 Staffeln wöchentlich war es schon, weil man, Österreich ist ein kleines Land, also alle, die grundsätzlich bereit waren zu kommen, hatten wir dann schon durch. Mhm. Und die halt nicht wollen, die wollen halt nicht. Ja. Und deswegen hat uns dieser Wechsel in den Hauptabend sehr geholfen. Die Sendungen sind länger, sie sind im Ganzen ein bisschen größer auch. Mhm. Und es ist uns natürlich dadurch, dass wir Freitag oder Samstag in der Primetime waren und sind, gelungen, auch internationale Gäste anzusprechen. Das hat auf alle Fälle super funktioniert. Gibt es dann einen Gast, den du nochmal gern begrüßen würdest? Wir haben einige Gäste schon doppelt gehabt. Lugner. Lugner. Running Gag eigentlich. Too many to mention. Also es waren viele, zum Beispiel für mich ein persönliches Highlight war Helge Schneider, weil der einerseits eine wirklich so skurrile Persönlichkeit ist, ein brillanter Musiker ist, Multi-Instrumentalist und hinter der Bühne ein Mensch wie du und ich. Mhm. Also mit dem kann man auch ganz normal reden, also völlig schmähfrei. Ich würde sagen, ich bin ein normaler Mensch. Ja. Davon bin ich überzeugt. Du bist ja auch auf der Bühne unterwegs. Was findest du denn anstrengender, vor TV-Kameras oder auf der Bühne zu stehen mit Live-Publikum? Es hat beides seinen Reiz. Der Reiz auf der Bühne ist sicher die Nicht-Wiederholbarkeit. Also wenn ich ein Wort falsch herausgenudelt habe, dann ist das draußen.
beim Fernsehen kann man doch Dinge wiederholen. Auf der Bühne spürt man die Menschen unmittelbar. Beim Fernsehen kann man sich nur überlegen, wird ihnen das gefallen oder wird es ihnen nicht gefallen. Es sind zwei sehr unterschiedliche Welten. Gibt es eins, was du lieber machst? Also auf der Bühne zu sein ist für mich insofern einfacher, weil wenn man eine Sache durchgeprobt hat, dann macht man sie ja nur einmal. Beim Fernsehen ist dieses Thema mit der Continuity. Also da habe ich mit rechts hingegriffen, da habe ich so geschaut, da hatte ich so, da hatte ich das an und das muss auf der Seite sein. So. Ja. Aber lernt man alles mit der Zeit. Auf alle Fälle, und du bist ja auch schon sehr lang dabei. Ich finde, es gibt ja immer so drei Motive, warum man Unterhaltungskünstler ist. Es gibt Leute, weil sie sich gern selbst darstellen, muss man auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Es gibt Leute, die machen es für Geld oder weil sie die Kunst fördern wollen. Was trifft bei dir zu? Also das, was ich mache, ist Kunst im allerweitesten Sinne. Unterhaltungskunst. Das Thema ist ja, ich habe ja nie geplant, fürs Fernsehen zu arbeiten. Es ist einfach passiert. Es ist war ein reiner Zufall und es hat dann irgendwie von selber eins das andere gegeben. Ich habe ganz einmal angefangen als Runner, als Inspizient, als Programmhelfer. Dann habe ich Redaktion gemacht. Dann haben wir gedacht, eigentlich wäre das Kreative schon besser als das Organisatorische für mich. Dann habe ich zum Schreiben angefangen. Dann habe ich gestaltet. Und so kam das mal. Und beim vor der Kamera arbeiten, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu selbstbewusst, ich habe mir gedacht, ich kann das. Ich habe mir gedacht, ich kann das. Recht. Ja. Also ich sage also, das jetzt du das sagst, sag ich. Stellvertretend auch für alle zu sehr. Und Geld, war das ein Motivationsfaktor? Oder würdest du auch sagen, selbst wenn die Gage jetzt nicht gut wird, ich würde es trotzdem machen? Das kommt aufs Projekt an. Oder wenn du ausgesorgt hättest. Na, das kommt aufs Projekt an. Also ich habe schon Theaterprojekte gemacht, wo ich die Gage eben mit dem Auto verfahren habe, einfach nur um zum Theater und wieder heimzukommen. Das kann man so nicht sagen. Aber dass ich nicht gerne Geld verdiene, würde ich auch nicht behaupten. Das stimmt. Ich glaube, tut es keiner von uns. Oder tut eigentlich jeder von uns. Welches Format würde dich denn reizen, wenn du ausgesorgt hättest? Also wenn wirklich Geld keine Rolle mehr spielt, wenn es ein Faktor wäre und du sagst, dieses Format, das würde ich auf alle Fälle gern noch machen. Ich würde es gar nicht am Geld aufhängen. Es gibt eine Sendung, die mir wahnsinnig gut gefällt. Das ist die NDR Talkshow. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mit der Barbara Schöneberger unter anderem. Das finde ich weiß nicht, warum das wann immer das ist und ich habe Zeit, schaue ich das. Sie gefällt mir ausgezeichnet. Sie ist ein Fernsehprofi durch und durch. Sie ist witzig, sie ist charmant. Und auch ihr Gegenüber, dessen Name mir leider immer wieder entfällt, das ist ein relativ prominenter Verleger, erfolgreicher und auch Autor. Und die machen das einfach super in dieser Doppelkonferenz mit den ganzen Gästen, wo irgendwie jedes Thema Platz hat. Also das sind so Society-Sternchen neben Leuten mit schweren Schicksalen, das sind berühmte Schauspieler, Autoren, das geht sich irgendwie alles aus. Also wenn es mir gelänge, mal bei so einer Talkshow mitzuwirken, das wäre noch was. Aber nicht als Gast, sondern als Talkmaster. Ja, als einer von zweien vielleicht. Ja, da halte ich die Daumen, wäre schön. Ich würde es mir auf alle Fälle ansehen. Ich weiß, dass du einen Stress hast, denn heute ist ja Sendung, ihr müsst einiges vorbereiten. Und du musst natürlich den Kinoabend, Fernsehabend vorbereiten. Natürlich, das muss ich machen. Also ich muss die Mutter anrufen, ich muss die Schwiegermutter anrufen, ich muss mal alle anrufen und sagen, noch einmal daran erinnern, dass es heute Abend ist. Und ich muss Getränke einkühlen und ja. So ein stressiges Leben. Ja. Da will ich dich nicht länger aufhalten. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und vielen lieben Dank auch fürs Zusehen.